Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ich denke mal, ich lade den Part hier gleich noch hinterher hoch, weil ich habe ein paar Dinge vergessen anzusprechen. Ich werde erst einmal auch ein paar Parts auf Vorrat aufnehmen, damit ich genügend habe, bis ich das nächste Mal wieder aufnehmen kann. Daher kann ich da nicht das gleich umsetzen, falls mir gesagt wird, dass mit dem Headset scheiße, du musst das wieder machen wie vorher. Was aber auch sehr blöd wäre. Und das letzte Video, das war ja mein 200. Video. Und ja, das habe ich extra. Deswegen habe ich extra gestern kein Video hochgeladen, weil ich dabei das 200. Video Pokémon Blau Part 1 sein soll. Also nicht wundern. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ich bin so gut wie noch nie hier durchgekommen, ohne dass ich kämpfen musste. Also echt mal. Jo, hier. Ah, hab ich dich gestört beim Bäume angucken? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich merke gerade, wir haben gar keinen Ingame-Sound. Moment, man hört es vielleicht ein bisschen schratscheln. So. Ja, jetzt sollte man ein bisschen Sound hören. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen lauter. Korrekturen mitten in der Aufnahme, super. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Veratania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Erscheintrank. Oh, schon der zweite. Nein, wir sind Pokémon fangen. Wir haben auch Pokébälle im Sortiment. Ja, toll. Okay, ich wette, hier müssen wir jetzt aber kämpfen. Wir haben letzten Winkel. Ein wildes Taubsi. Heftig. Level 4. So, wir sind eigentlich typmäßig unterlegen, aber es sollte noch keine Flugattacken können. Oh, oder? Ach, das war eine normale Attacke, das ist ja gut. Ja, los, Bisasam, du schaffst das. Ich werde übrigens auch halbwegs regelmäßig offscreen leveln, weil ich gerade bei diesem Spiel immer das Problem hatte, dass ich hoffnungslos unterlevelt war. Für viele Kämpfe. Und ich glaube, wir müssen gleich schon den ersten Trank einsetzen. Oder kommen wir hier schon in die Stadt? Nee. Ein Grashaufen ist hier noch. Oh, wir sind mal mutig. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern. Dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Okay, gehst du mir jetzt mal aus dem Weg? Bitte? Ja? 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 Ja! Na toll, jetzt kommt hier diese super mega riesige Grasfläche und ohne Kampf! Ich fasse es nicht, die ganze Route 1 und nur ein Kampf gegen einen Taubsi. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon-Center bringen. Dass die auch hier so viel P's benutzen, das gibt's ja gar nicht. So, dann gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Ah ja, diese Melodie, die weckt doch alte Erinnerungen. Oh, man kann die nicht hören. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Ja, auch wenn das jetzt so aussieht, ich werde nicht mit jedem einzelnen Typi sprechen, den man hier trifft. Und ihn noch. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Willkommen im Kabelclub. Wir treffen gerade. Die Vorbereitungen, bitte warte. Ja, hier, das werden wir nicht nutzen, weil, tauschen und so, das kann ich hier sowieso nicht über die Konsole machen. Ich nehme über N64 auf, wie schon mal erwähnt. Und ja, das kann man nur bei Gameboy nutzen, aber ich besitze keinen Gameboy. Außerdem wäre es blöd, im Let's Player so zu zeigen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Oh, später haben sie topfit gesagt, glaube ich. Sollen wir deine Pokémon heilen? Ja, bitte. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Oh, jetzt auf einmal. Komm jederzeit wieder vorbei. So,
Das war hier auch noch ein bisschen fies. Na, ich spreche jetzt nicht mit jedem Typ über, das wäre uninteressant. Man weiß es eigentlich nicht, aber man muss hier eigentlich in den Pokémon-Markt. Da wird man schon angesprochen. Hey, kommst du aus Alabastia? Wofür soll ich? Wer schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Er schreit ein Paket. Da kann man schon was kaufen? Okay, Grüße sei von mir. Nee, kann man noch nicht. Oder vielleicht, wenn man rausgeht und dann gleich wieder rein. Nee. Sind die beiden hier gesprächiger? Tut mir leid. Alle Tränke sind ausverkauft. Oh ja. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Okay. Das finde ich ein bisschen fies, dass einem Professor Eich eigentlich gar nicht sagt, dass man für ihn ein Paket abholen soll im Pokémon-Markt. Aber es steht in dem Begleitheftchen. Und wer sich jetzt fragt, also es gibt ja viele Leute, die haben bestimmt Pokémon Blau original auf dem Gameboy gespielt. Das habe ich auch ab und zu mal gemacht, habe ich mir halt meinen Gameboy ausgeliehen. Und da war ja alles blau. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Es ist alles ziemlich farbenprächtig hier. Nur hier ist es blau. Ja, das liegt daran, weil ich halt auch Pokémon Stadium spiele und da haben sie das halt hier besser gemacht. Ich glaube, wie bei Pokémon Gelb ist das. So, hier Eich. Hallo Ash. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Wunderbar. Du hast etwas für mich? Ash übergibt Professor Eich das Paket. Ich puste irgendwie ziemlich viel ins Mikrofon, kann das sein? Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Oh ne, jetzt noch ein Match. Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja. Ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung. Von mir, den Pokédex. Ihr erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Wunderbar. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Wunderbar. Ash, Gary, diese beiden sind für euch. Ash erhält einen Pokédex von Professor Eich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum, aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Wunderbar. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Wunderbar. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Ash, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Ash. Ey, du bist ja voll gemein zu mir, auch wenn ich nicht wirklich Ash bin. Aber trotzdem. Ash, überall in dieser Welt erwarten dich Pokémon. Wunderbar. Gott, dies wunderbar nervt eigentlich irgendwo. Aber irgendwo ist auch ein Running Gag, also, ne? Professor Eichs? Professor Eich Pokémon Labor. Hätte das nicht Professor Eichs Pokémon Labor heißen müssen? Ich nehme ja schon wieder fast 10 Minuten auf. Ich glaub's nicht. Oder fast 9, wie man's nimmt. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ash erhält eine Karte. Ja, von wegen, Gary, ich bekomme keine Karte von deiner Schwester. Und man wird nie aufgeklärt, wie sie eigentlich heißt. Das wird einem erst in Blattgrün, Feuerrot gesagt. Hui. Ah, sie heißt Sarah. Für die, die es interessiert. Wow, 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 wow. Was zum... Das kann's nicht sein, ein Topsy Level 3. Los, Bisasam. Setze Tackle ein. Ich muss sagen, auch schon in diesen alten Generationen ist die Musik sehr catchy. Windstoß. Topsy wurde besiegt. Bisasam hat 23 EP. Bisasam erreicht Level 7. Geil. Bisasam erlernt E. Oh. Elisam ist eine sehr gute Attacke. Die sollte ich bei Zeiten mal zeigen. Wortwitz.
Was? Okay. Dass man hier auch ständig unterbrochen wird. Oh, ein neuer Gegner, ein Radfratz. Los, Besasam! Kampf. Egelsam. So, Egelsam macht jetzt eigentlich erstmal gar nichts, deswegen wird erstmal Radfratz angreifen und einen Tackle. Aber dafür bekommen wir jetzt einige KP zurück. Genau ein. Schmarotzer-Attacke, Schmarotzer-Attacke? Naja, später hieß das wieder anders. Tackle. Yeah. Auch Tackle. Okay. Egelsam bringt irgendwie nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Und irgendwie macht Besasam dafür, dass er 3 Level höher ist, nicht so viel Schaden, wie es sollte. Yeah! 32 EP. So, jetzt sehen wir uns mal wieder. Mal wieder? Ist gut. Jetzt sehen wir uns mal hier ein bisschen besser um in Vertania City. Ein abgetrennter Bereich. Vielleicht kommt man ja von der anderen Seite dran. Auch nicht. Hier ist ein dürrer Busch. Ob man damit wohl später was machen kann? Sagst du es noch was Wichtiges? Diese Pokebälle an deinem Gürtel. Sorry, falls das jetzt sehr gepustet klang. Zeig mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ja, es ist schon ganz nice. Ein Eins, würde ich mal sagen. Ein Eins! Nee, mit dem Mobile nicht sprechen, das hat nichts Großartiges. Wir können uns ja mal Pokebälle kaufen. Obwohl, nein. Ich glaube, ich habe schon wieder was verpasst. War es nicht so, dass der Gehilfe, also einer der Gehilfen von Professor Eich, uns 6 oder 5 Pokebälle gibt? Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Okay. Ich dachte, ihr bringt was. Meistens ist es nämlich so, wenn man in ein Haus geht und mit Leuten spricht, dann kriegt man was. Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Steht da was? Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Okay, das kenne ich alles. Hey, Moment, nein, nicht nochmal. Nein. Ah, Menno. So, man merkt ja auch schon, so wie ich hier durchrushe, da werde ich das Let's Play auch binnen kürzester Zeit beendet haben. Ja. Also ich kann noch keine Prognose darüber geben, wie lange das Let's Play dauern wird. Aber bei mir würde es schon ziemlich lange dauern. Ach schade, jetzt habe ich das hier auch gar nicht gezeigt. Nämlich, wenn man hier hingeht und noch nicht das Paket hat, oder noch nicht bei Professor Eichhorn es abgegeben hat, liegt hier der Typ auf dem Boden. Und man kann nicht weiter. Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Was ist denn hier eigentlich? Also ja, hier so sieht's halt aus, wenn ein Habitat rumläuft. Nein, nicht nochmal. Ja, man ist immer zu voreilig und drückt zu oft da. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Okay. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken. Aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Ja. Ja, damit habe ich auch schon viel Erfahrung gemacht. Habe ich erstmal um die 100 oder 200 Pokémon gefangen. Natürlich nicht verschieden, aber dieselben. Und den Spitznamen gegeben. Das waren noch Zeiten. Oh, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Ach ja, der wollte Kaffee. Hat ihn dann gekriegt, als ich nicht da war. Natürlich kannst du passieren. Hast du es etwa eilig? Ach, nö, eigentlich nicht so. Aha, du benutzt einen Pokédex. Wenn du ein Pokémon fängst, wird dein Pokédex automatisch aktualisiert. Was? Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Kein Problem, ich erkläre es dir. Achso, jetzt wird gleich eine Kampfanimation, glaube ich, kommen. Yep. Aber ich kämpfe nicht, das macht alles er. Eigentlich hätte ich das nicht machen müssen, aber ich dachte, das gehört zum Let's Play dazu. Ein wildes Hornlio. Ja, das macht er alles, ich mach gerade gar nichts. Ja, 50 Pokébälle, hätte ich auch gern. Greis setzt Pokéball ein, deswegen habe ich ihn auch so alt gesprochen, weil er halt schon ein Greis ist. Wunderbar, Hornlio wurde gefangen.
Vielleicht fangen wir jetzt auch irgendwann mal ein Hornlio. Auch nur für den Pokédex. Willst du ein Pokémon fangen, musst du es zuerst schwächen. Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Was sagt er eigentlich, wenn ich... Natürlich kannst du passieren, hast du... Ja, so, das wollte ich. Zeit ist Geld, dann gehe weiter. So, da haben wir jetzt eigentlich alles in Vertania City erledigt. Hier ist übrigens eine Arena, aber man kann da noch nicht rein, weil der Arena-Leiter auf ominöse Gründen, Dingsies, nicht da ist. Wer Pokémon der Film gesehen hat, der kann sich denken, warum. Zum Beispiel. So, wer hier weitergeht, das tue ich aber nicht. Vertania City ist immer gut im Paradies. Ach nee. Hier kommt wohl kein Schild mehr. Da geht's schon zur Pokémon-Liga. Aber da traue ich mich noch nicht zu nah hin. Weil erstens lohnt sich das nicht. Wir sind hier Level 7 mit einem Bisasamen. Und erstmal kommt da nochmal Gary, der seinen Starter schon auf Level 12 trainiert hat. Und ja, das finde ich schon ein bisschen heftig. Einfach nochmal schnell zum Schluss unser Pokémon oder das Pokémon heilen. Ja, und so jetzt zur Pokémon-Liga zu stratzen wäre auch nicht so gut. Aber alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, im nächsten Part kaufen wir uns Pokébälle und gehen in den nächsten Abschnitt. Vielleicht trainiere ich dann auch auf Screen kurz das Pokémon, das wir uns dann fangen. Ich weiß schon genau welches. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.